Uff, tough bucket. Ganz, ganz wichtiger Bucket. Was geht ab, Freunde? Neben den 40 Punkten von Stephen Curry, zu denen heute schon ein Video kam, gab es gestern Nacht noch ein sehr, sehr spannendes Spiel zwischen den Memphis Grizzlies und den Philadelphia 76ers. Davon werden wir uns gleich die spannendsten Possessions nochmal in Realtime angucken. Aber bevor wir das machen, will ich erstmal auf die Highlights von Tyrese Maxey reagieren, der gestern Nacht 33 Punkte hatte. Und ihr wisst ja, dass Tyrese Maxey sehr von der Abwesenheit von Ben Simmons profitiert, weil er dadurch einfach deutlich mehr Minuten, mehr Verantwortung bekommt auf der 1. Und von dem, was ich selber gesehen habe und aber auch gelesen und gehört habe, macht er seinen Job wirklich gut. Und jetzt gestern Nacht hat er 33 gedroppt. Und da dachte ich mir, wir könnten ja erstmal mit seinen Highlights anfangen und dann so langsam, wenn wir uns den engen Phasen des Spiels nähern, in das andere Video rüber switchen. Und jetzt auch genug rumgelabert. Let's go, Tyrese Maxey. Let's see what he can do. Ist hier unser Man mit der Nummer 0. Geht hier erstmal in den Fast Break gegen Ja. Oh, schöner Euro gegen Ja. Direkt mal ein starkes Play hier von ihm am Anfang. Hat Ja voll aussteigen lassen. Bin mir sicher, da Ja ein bisschen auf den... gut, auch gechallenged hier gegen Steven Adams. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er so viel zum Korb geht. Ich weiß, dass er wahnsinnig schnell ist, aber ich wusste nicht, wie gut sein Finishing am Brett ist. Und das waren jetzt zwei sehr, sehr starke Moves. Anders als bei Terrence Mann habe ich bei ihm tatsächlich sogar ein paar Rookie-Karten, die auch angekommen sind. Beziehungsweise die ich einfach gezogen habe. Und da bin ich immer sehr happy, wenn ich Tyrese Maxey-Karten ziehe. Weil, also er ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Gute Entwicklungen hingelegt. Ich versuche mal ein bisschen jetzt sein Game zu analysieren. Also natürlich wahnsinnig schneller erster Schritt. Ganz gute Hesi da immer vorm Drive. Macht die ganzen Layups rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Outlier ist in den Performances, die er normalerweise liefert. Aber das ist schon sehr stark, wie er da jedes Mal den Abschluss findet. Das war jetzt kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Jetzt ist er in der Defense. Trailt hier. Oh, Block Desmond Bane, der oft... Ey, come on, was sind das hier für Plays? Also das muss er erstmal machen. Also Bane ist ja hier eigentlich weg. Das ist so ein bisschen die Feibull-Schule. Hier er, Matisse Feibull, hat er sich von ihm vielleicht ein bisschen abgeguckt. Das war ein starker Block. Ich finde es krass, dass er natürlich schneller ist als Steven Adams, aber dass er ihn immer challenged, weil er ist halt so viel deutlich kleiner. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass er eher sowas hier findet. Genau, solche Runner, wo Steven Adams dann einfach nicht hin kann, weil er eher absinken muss. Ja, sie killen Steven Adams hier im Pick and Roll. Okay, das ist letztendlich das, was hier passiert die ganze Zeit. Es ist immer wieder das gleiche Pick and Roll mit Drummond und dann muss ihn... Ah nee, sorry, jetzt ist es gerade Seth Curry, habe ich mich verguckt. Das ist hier gerade Seth Curry, der das Pick and Roll gelaufen ist und jetzt findet er Maxey hier als Shooter bzw. als Driver. Sehr athletisch der auch unterm Korb. Okay, und jetzt wären wir ja fast schon zu weit gegangen. Wir wollen natürlich nicht vorgreifen, sondern wir wollen jetzt uns die finalen Possessions hier am Ende komplett angucken. Wir haben hier Tyrese an der Freiwurflinie. Philly führt mit einem und führt jetzt mit zwei. Also gute Klatsch-Freiwürfe von ihm. Jetzt kriegen wir Ja gegen Matisse. Das ist natürlich nicht das ideale Matchup für Ja, aber crossed ihn. Uff. Wow, wow, wie gut ist bitte Ja? Wie macht er den denn noch rein? Also erstmal Fireball crossen und dann gegen Drummond so ein Hangtime-Finish abschließen. Yikes. Alter, also come on. Gucken wir uns nochmal an. Was war das denn? Schau mal, wie er Fireball crossed. Wow, das ist crazy. Das ist crazy. Okay, 111, 111. Ja vergibt aber den Freiwurf und Rebound ist bei den Sixers. Okay, und Seth verstumbelt den so ein bisschen. Ah, fast ein bisschen den Kawhi am Ende gemacht. Aber okay, ich wusste schon, es geht in die OT. Jetzt haben wir hier Maxey. Schöner Cross eigentlich gerade. Oh, good move. Wenn er den gestopft hätte, wäre alles vorbei gewesen. Wow. Ey, wie schnell er da auch gerade war. Wichtig von Danny Green.
Danny Greene. Ich gucke gerade das 2013er Game 7 von den Finals. Und da ist auch Danny Green bei den Spurs. Und das war interessant, ihn mal in der Form seiner Karriere nochmal zu sehen, weil Leute vergessen, wie gut eigentlich Danny Green war. Und wie wichtig vor allem er für die Spurs damals war. Okay, Ja. Wow. Ah, nee. Ey, da müsste er mal den Ball abgeben. Das war ein bisschen viel jetzt gerade, meiner Meinung nach. Genau, wir haben am Anfang gesagt, ne, kein Joel Embiid. 12 zu 6 Blocks. Nochmal Danny Green? Ah, nee. Okay, aber Tobias. Ah, ich dachte, Tobias hat ihn. Okay. Ball geht zu Maxi. Ball geht zu Tobias Harris. Ich bin eigentlich nur gespannt, wer es für die Sixers macht. Tobias vergibt, weil die Sixers sind ohne Embiid. Und dann frage ich mich, über wen es geht in der Crunch-Time. Bei den Grizzlies weiß ich, dass es über Ja geht. Aber das kommt mir alles ein bisschen überhastet vor. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht wollt ihr hier fürs 2-for-1 gehen, das kann sein. Aber ich finde alles ein bisschen gerade überhastet bei Ja. Okay, Ball geht an die Sixers. Der Ref unterm Korb wusste nicht, wem er es geben soll. Der andere Ref schon. Oh, Tyrese mit dem Turbo. Uff. Tough Bucket. Ganz, ganz wichtiger Bucket. Okay, Sixers führen wieder mit einem. Das war stark von ihm. Hat er genau richtig die Lücke gesehen. Okay, und was machen die Grizz? Haben Ja im Rückfeld. Wollten hier einen Cut. Haben sie nicht bekommen. Fireball hat das aufgehalten. Ja kommt wieder vorbei an ihm. Okay, und dann hat er meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob es ein Foul war, aber es gab auf jeden Fall einen Foul. Aber ich weiß nicht, ob ich das Foul gepfiffen hätte. Rutscht weg. Boah, Fireball macht es so gut. Und dann ist Maxi da. Oh, perfekter Pass. Ah, oh, damn it. Oh, und jetzt könnte Max, komm, dank ihm. Ja, okay, er macht einen Layup. Aber okay, das Ding ist durch. Okay, ey. Shoutout Tyrese Maxey. Krass, was ein Game. Ein bisschen schade, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass Ja sich ein bisschen festgedribbelt hat hinten. Eher so vorne auf Seiten der Grizzlies in der Offense. Finde ich, hätte er öfter mal den Ball weggeben können oder abgeben können, was er dann auch im finalen Play gemacht hat. Und dann hat er halt daneben geworfen, das kann passieren. Und dann ging der lange Ball zu Maxey und er finisht noch per Layup, finde ich auch voll in Ordnung. Sie waren ja, glaube ich, vorne mit einem. Manche Leute sagen dann immer, man darf dann nicht mehr scoren. Ich habe diese Regel sowieso nie verstanden. Ich finde nicht, dass das in irgendeiner Weise den Gegner blamiert. Und gerade in so einem engen Spiel, du weißt ja nicht, was passiert. Also finde ich richtig, dass er da noch für den Layup gegangen ist zum Buzzer. 33 Punkte, starke Performance von ihm. Insgesamt alles, was ich gesehen habe, was ich gehört habe. Sehr gute Season bisher von ihm. Und ja, Mann, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Das war es jetzt von mir. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, Stephen Curry hat gestern endlich mal wieder getroffen und 40 Punkte gegen die Houston Rockets gemacht. 21 davon im vierten Viertel. Könnt ihr euch gerne hier auf dem Kanal anschauen. Das Video kam heute schon. Ich bin jetzt raus. Danke euch fürs Zuschauen. Haut rein. Peace.